So, jetzt sind wir auch in der Kategorie Earthworm Jim 2. Ja, hier sehen wir nochmal am Anfang die Demo, da kommen immer die ganze Zeit so, ja, Szenen aus dem Spiel, auch sehr, sehr coole Szenen, die man hier immer sieht und so. Würde ich sagen, ja, drücken wir direkt Start, wie gesagt. Und schauen in dieses schöne Spiel rein, mindestens für 15 Minuten, würde ich sagen. Option, würde ich sagen, lasse ich, beziehungsweise schaue ich auch nochmal kurz rein. Kann man normal einstellen, ich würde sagen difficult, easy, ja, machen wir easy, oder? Jetzt sag ich hier seit über, was weiß ich, 25 Jahren, oder wie lange ist das her? Und das erste Mal wieder in dem Spiel drin. Ja, damals als Kind, ich habe das Spiel geliebt, aber ich kann mich kaum noch dran erinnern. Schießen kann ich hier auf Y. Auch sehr cool. Ja, damals, wie gesagt, das war richtig cool eigentlich. Muss natürlich erstmal schauen mit der Steuerung so ein bisschen. Ich kann, glaube ich, auch mit seinem Kopf irgendwie, genau, auf A einmal zuhauen. Ja, und den Gegner sogar so wegpeitschen. Ich glaube sogar da oben, das ist ein Leben da oben, oder? Weiß jetzt nicht, wie ich das kriegen soll. Würde ich sagen, lasse ich das da erstmal hängen. Ja, dann schauen wir erstmal so ins Level rein. Weiß auch gar nicht mehr, was es hier noch alles gab. Aber es ist halt ja ein klassisches Jump'n'Run, so wie man es erkennt von damals. Ist ja logisch, die meisten Spiele waren eher so Jump'n'Run-mäßig. Und Earthworm Jim hier mit Kanone und seinem Kopf, mit dem man peitschen kann. Ich würde sagen, schauen wir erstmal durch. Hier haben wir, glaube ich, ja, eine neue Waffe sogar, okay. Ja, schon mal sehr geil. Auf der Switch übrigens habe ich das Spiel bis jetzt noch gar nicht so wirklich gespielt. Was haben wir hier? Happy Oinks, also ein paar Schweine. Und der Gegner, okay, ist jetzt tot, ne? Was können wir denn mit den Schweinchen machen hier? Ja, peitschen kann ich sie nicht. Ach nee, wenn ich, ach so, okay, wenn ich nach unten drücke, kann ich so ein Schweinchen hier irgendwie mitnehmen. Wozu soll das gut sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, nimm mal das Schweinchen mit. Müssen wir das irgendwo hinschleppen? Ich habe keine Ahnung. Da unten geht es auch noch irgendwie runter. Okay, wenn ich ihn so absetze, dann sitzt er da und hat gerade noch gewunken. Ja, hier unten ist gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, direkt hier hoch. Jetzt winkt er so. Ja, nimm mal mit das Schweinchen, oder? Würde ich sagen. Ja, ich werde natürlich auch demnächst bei zufällige. Ach so, hier. Muss man anscheinend mit dem Schweinchen irgendwie runterrutschen. Kann das sein? Da oben ist irgendwie eine Waffe. Da komme ich so nicht ran, okay. Ja, was ich sagen wollte, ich werde natürlich bei Switch Games demnächst auch so Spiele spielen, die ich im Moment privat spiele. Ja, wie Paper Mario, Miitopia und so, kann man hier auch gerne mit reinnehmen. Ja, alles gemixt. Also es muss nicht nur gewünscht werden von euch. Ja, das heißt, wie gesagt, alles Mögliche kommt hier auf jeden Fall demnächst vor. Aber wie soll ich denn jetzt auf das Schweinchen hier? Da steht noch Dick Shoot irgendwie. Oder kann ich das irgendwie anschieben? Meine Waffe übrigens. Schießt irgendwie nur Blasen. Warum ist das Schweinchen? Ich kann da auf jeden Fall nicht rauf. Ah, okay. Einmal nur runterlaufen und Schalter betätigen. Aber was bringt das mit dem Schwein hier? Auf jeden Fall nice, würde ich sagen. Continue haben wir auch erreicht. Können wir da noch mehr? Ne, das bringt glaube ich nichts, wenn ich jetzt noch mehr Schweine dahin schlepp. Eins ist ja noch. Press down. Okay. Also glaube ich unendlich, ne? Möchte ich auf jeden Fall ganz kurz mal testen. Ich glaube, das bringt nichts, oder? Doch, können wir noch mal raufpacken? Ja, ist das das zweite Schweinchen nur mit? Okay. Das bringt anscheinend nichts. Ja, würde ich sagen, schauen wir weiter hier. Ja, metzel natürlich auf dem Weg hier so ein paar Gegner weg. Haben wir hier. Hier ist so ein Lift. Mit Omas, die von oben irgendwie runterfallen. Okay. Und ich sehe gerade, wenn ich nach links und rechts drück,
Ja, den Lift hier beschleunige und verlangsame, okay. Ja, ist auf jeden Fall lustig, die Stelle hier. Ja, auf der Switch habe ich das noch gar nicht richtig gespielt, aber damals, wie gesagt, als Kind habe ich das sehr oft gespielt und ja, auch sehr, sehr gerne. Deswegen dachte ich mir, spielen wir das als erstes hier da oben lang. Bomus heißen die irgendwie. Die Omas sind also die Bomus. Schauen wir mal lang hier. Hey, was haben wir hier? Eine Glühbirne. Und dann kommen wir anscheinend irgendwie in einen neuen Bereich hier, okay. Wieder mit Tremlift und den Bomus. Ja, super. Wenn die auf einen rauffallen, verlangsame mal, dann ja. Fährt man wieder runter anscheinend. Ah, nein. Oh mein Gott. Ja, immer mit links, rechts beschleunigen, verlangsamen. Und natürlich auch die Omas. Ah, nein. Och, nö. Jetzt war ich schon fast oben. Ja, und werd von der letzten Oma hier. Ist aber so Bomu. Heißt ja anscheinend im Spiel. Direkt wieder runter befördert. Beziehungsweise runtergeklopft mit der Handtasche. Oder ist das ein Regenschirm, was sie in der Hand hat? Ah, okay. Links ist ein bisschen schneller, muss ich mir merken. Ich glaube, das ist ein Regenschirm, mit dem sie auf mich draufhaut. Okay, links ein bisschen langsam, rechts beschleunigen. Muss man. Ah, nein! Ich würde sagen, die Stelle ist ein bisschen schwieriger hier, oder? Müssen wir natürlich schauen. Hier am besten schnell durch. Ah, nein. Wenn man natürlich oben ist, müsste ich nach links drücken dann. Okay. Eigentlich jetzt nach links schnell. Und wieder langsamer. Ah nein, jetzt habe ich es fast geschafft, an ihr vorbeizukommen. Ist auf jeden Fall schwerer als im ersten Bereich eben, wo die Omas hier kamen. Zumindest Bomus. Och nö. Ich weiß auch nicht, was es da oben gibt, wenn wir oben ankommen, aber ich denke mal, es geht dann weiter. Man muss sich nur merken, wo sie schnell kommen und wo sie langsam fallen. Ah, nein. Ach, da ganz oben am besten dann nach rechts drücken, habe ich gerade bemerkt. Okay, nächster Versuch. Eigentlich schnell durch, langsam. Hier wieder schnell durch, dann wieder langsam. Ja, und ganz oben dann am besten schnell durch. Ah, nein. Beziehungsweise habe ich wieder den Fehler gemacht. Ganz oben langsam, ne? Was ist das? Jetzt war ich schon kurz davor, das zu schaffen und... Wie, ich bin gestorben einmal irgendwie? Oder wie? Dachte gerade, ich bin aus dem Bereich raus. Ich habe keine Ahnung. Schwierige Stelle. Ja, wir können natürlich auch gerne wieder so ein paar NES-Sega, N64-Spiele und so. Heute auf jeden Fall so ein bisschen zocken, wie gesagt, so bei SNES würde ich sagen. Und ja, Switch Online, die Spiele mindestens 15 Minuten. Ja, minimal 15 bis 45 würde ich immer sagen, oder? Denk mal, das passt am besten bei besseren Spielen wie Animal Crossing oder so, da könnte man natürlich auch länger machen. Ja, oder wenn das Spiel natürlich richtig geil ist gerade und man da Bock drauf hat, können wir natürlich auch die Zeit ein bisschen verlängern oder so. Ja, aber unter 15 Minuten finde ich irgendwie auf jeden Fall ein bisschen zu kurz. Kann nicht sein. Diese blöden Omas hier nerven auf jeden Fall total. Okay, hier wieder
Ein bisschen langsamer war es, genau so. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Okay, da haben wir es endlich hochgeschafft. Und schauen wir mal, wo kommen wir hin? Hier, okay. Ja, würde ich sagen, schnuppern wir noch ein bisschen weiter, oder? Ich glaube, hier sind wir eben hoch, genau. Ja, was hat das gebracht? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, dass ich da mit den Omas den Bereich gemacht habe. Ja, auf die Gegner muss man natürlich auch mal ein bisschen achten. Da drüben ist irgendwie so ein Stuhl. Keine Ahnung, was der zu sagen hat. Nö. Muss erstmal schauen, dass ich irgendwie da rüberkomme, okay. Die Waffe habe ich jetzt die. Ja, eigentlich glaube ich nur wieder aufgefüllt, oder? Jetzt sind wir auch. Ah, okay, das ist so ein Elektroschockerstuhl hier. Ein elektrischer Stuhl. Ich würde sagen, schauen wir weiter. Und das Gute ist, bei der Waffe habe ich gerade gesehen, die verfolgen auch die Gegner. Was? Use? Irgendwas mit Shot? Oder was stand da? Irgendeinen Schuss nutzen. Wieso rüberfliegen oder wie? Super. Ja, immerhin hier noch ein bisschen was gefunden. Da oben müssen wir anscheinend irgendwie rüberkommen. Frage ist, da stand nur irgendwas mit Use, irgendein Shot. Und so ranhängen mit dem Kopf kann ich mich nicht nur. Ja, wenn ich den Knopf gedrückt halt beim Schießen, dann fliegt er so. Muss ich erstmal schauen. Ja, da stand da irgendwas mit Use, Shot, One Shot irgendwie. Ich hab das nicht gesehen, da der Text so schnell weg war. Ja, irgendwie muss man, glaube ich, da so rüber. Oder von hier? Ne, auch nicht. Okay, da hinten ist auf jeden Fall nichts. Wie soll man das schaffen? Ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich hier irgendwie beschleunigen kann, schneller rennen kann, nö. Ach doch, ich kann hier auf X. Was war das? Irgendwie mich schützt, okay. Einmal auf X und nach oben drücken. Ja, keine Ahnung. Irgendwie komme ich da oben nicht hoch. Ja, wenn wir es nicht gleich schaffen, dann würde ich sagen, starten wir sonst gleich das nächste Spiel. Wir sind dann bei 20 Minuten angekommen. Ja, ich würde sagen, das passt auf jeden Fall für ein Spiel. Dann irgendwie komme ich hier auf jeden Fall nicht rüber. Das ist natürlich schade, würde ich sagen, oder? Wäre natürlich noch ein bisschen gern weitergekommen, so bis 30 Minuten. Maximal hätte ich jetzt gedacht, aber. Ja, da stand da nur irgendwas mit Use One Shot und. Beziehungsweise ich glaube, dass das da stand. Ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt auf Start drücke. Ne, mache nur Pause, Select, tut sich auch nichts wirklich. Wenn nach unten drückt beim Springen. Oder nach oben, ne. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, dann würde ich sagen, starten wir gleich direkt das nächste Spiel. Leider komme ich hier nicht weiter, wie gesagt, ich wäre gerne hier weitergekommen an der Stelle. Ich würde sagen, ich setze hier aber an der Stelle, ja, auf jeden Fall einen Speicherpunkt auf jeden Fall mal.
Ja, da ich hier irgendwie nicht weiterkomme, ich habe keine Ahnung. Ja, würde ich sagen, starten wir das nächste Spiel. Frage ist natürlich, welches Spiel wir spielen in dem Sinne.